Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. The demons squeal in sheer delight. It's you they spy, so plump, so right. For though the groove is hard to beat, yet still you stand with frozen feet. You try to run, you try to scream, but no more sun you'll ever see. For evil reaches from the crypt to crush you in its icy grip. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the thriller. Unpleasant dream. Ja, vielen Dank, Barbie, geh mal weg. Und herzlich willkommen zum Jubiläum 8 Jahre TGIF, Trash Goddess in Film. Jetzt habe ich nicht drüber nachgedacht, dass wenn jemand anderes auf der Bühne ist, ich Probleme habe, hinten mir diese Flügel loszumachen. Haben wir gerade einen Mitarbeiter da, der mal kurz unerkannt auf die Bühne kommen kann, mir die sicher. Ich rede jetzt einfach, liebe Leute an den internetfähigen Empfangsgeräten, das geht jetzt nicht die ganze Show so. Ihr müsst gleich wieder mein Gesicht ertragen. Normalerweise sitzen wir hier oben ja immer zu zweit. Das werden wir auch später noch mal herzlich willkommen zu TGIF Trash Goddess in Film im Jahre 1 von Corona. Und wir starten heute ins 9. Jahr. Als ich vor acht Jahren damit angefangen habe, zu meinem Geburtstag im September mal etwas anderes machen wollte, als irgendwie eine große Show mit tausend Künstlern und Friedrichstadtpalast und Wasserbassin und Wasserballett und so, hat man alles schon gesehen und gehabt, und Schloss Charlottenburg mit großer Auffahrt und so, das war auch alles nix. Und
dann hatte ich die Idee, beziehungsweise die Idee hatte ich schon ganz lange, die ich endlich mal umsetzen wollte, nämlich queere Filme auf der Bühne zu präsentieren, mir Talkgäste dazu einzuladen, ein bisschen Show drumherum zu machen, so wie das in den USA im Mitternachtsfernsehen mit billigen Horror-Trash-Filmen geschieht. Einer der bekanntesten Vertreter dieser Midnight-Movies im Regionalfernsehen der USA ist bei einem Kanal Vincent Price, der das Thriller-Poem von Thriller von Michael Jackson gesprochen hat, was gerade eben ja auch zu hören war. Und die zweite große bekannte Vertreterin des Ganzen ist Elvira. Elvira, dargestellt von der Comedian und großartigen Frau Cassandra Patterson. Und damit habe ich gerade vergessen, mich selber vorzustellen für alle, die 8 Jahre lang irgendwo waren und nie bei uns oder einfach nie in Berlin waren, weil sie nicht hier wohnen und uns erst jetzt an den internetfähigen Empfangsgeräten wahrnehmen. Herzlich willkommen dabei. Mein Name ist Gabi Tupper und ich bin die Erfinderin des Abends, der sonst eigentlich ein bisschen anders läuft. Wir haben ansonsten immer einen Kurzfilm als Vorfilm. Wir haben ein Popcorn-Girl, was auch Shownummern macht und Popcorn verteilt. Und Talkgäste, mit denen wir dann über ihr Leben, über ihr Werk, meistens sind es Filmemacher, Schauspielerinnen, Schauspieler. Wir hatten da, ja, Names hatten wir schon hier, doch dazu später mehr. Kommen wir zurück zu Elvira, um da wieder den Anknüpfungspunkt zu finden. Ich komme gebürtig aus Kiel und dort gab es eine Filmveranstaltung, die hieß Rosa Linse. Wer jetzt in dem queeren Zeitalter seit Ende der 90er aufgewachsen ist, ja, man hat in den 90ern sowas durchaus noch, schwule Veranstaltungen durchaus noch rosa betitelt. Rosa Linse war eine Filmveranstaltung, die einmal im Monat stattfand mit queeren Filmen oder hauptsächlich schwulen Filmen, zusammengestellt von Ronny. Ronny, ein guter Freund von mir. Herzliche Grüße an Ronny, der heute seit vielen, vielen Jahren bei den lesbisch-schwulen Filmtagen in Hamburg arbeitet. Davor hat er in Kiel die Rosa Linse betreut und hat mir auch immer Informationen über Filme zukommen lassen, die ich dann bei unseren Filmabenden in der schwulen Jugendgruppe in Kiel gezeigt habe. Und einer dieser Filme war Elvira, Mistress of the Dark. Jene Elvira, die im USA-Kabelfernsehen eine Mitternachtsshow hatte und die, ihr könnt es euch in Ausschnitten bei YouTube angucken, einfach absolut hinreißend großartig ist. Die hat insgesamt 2 Spielfilme gemacht. Das ist ihr erster, in dem sie genau am Anfang des Films genau das macht, was sie auch in Real gemacht hat, nämlich bei einem Kabelsender schlechte Horror-Movies um Mitternacht ansagen. Der Geschäftsführer oder Inhaber dieses Kabel-TV-Senders ist ein schmieriger, dicker, alter Mann, der ihr überall hingrapscht, wo man hingrapschen kann, und sie hat viel zum Hingrapschen. Und das sage ich nicht, weil ich es sexistisch meine, sondern einfach, weil sie eine großartige Frau ist, die viel hat und es auch zeigen darf und dazu steht. Sie hat also eigentlich die Schnauze voll von diesem Kabelkanal und von seinem Chef und bekommt dann die Nachricht, sie hätte eine Tante gehabt, Tante Morgana. Ja, es ist so vorhersehbar, wie es gerade klingt, aber trotzdem großartig. Tante Morgana hinterlässt ihr ein Erbe. Sie hofft auf das große Geld, um endlich ihre Las Vegas Show umsetzen zu können. Fährt in die Kleinstadt, in der Morgana gelebt hat. Eine Kleinstadt, die nicht nur durchsetzt ist von Spießern, sondern die von Spießern regiert wird. Da wird tunlichst darauf geachtet, selbst auf der Bowlingbahn, dass die Mädchen auf der einen Seite des Tisches und die Jungs auf der anderen Seite des Tisches sitzen und dass man sich nicht unterm Tisch Händchen hält. Die Vorsitzende des Sittenvereins des Dorfes oder der Ortschaft heißt Chastity Pariah und der Name sagt alles. Elvira, untypisch wie sie ist, sie passt so gar nicht rein, kommt dort an, räumt einmal irgendwie diesen gesamten Laden auf, nachdem sie feststellt, sie hat kein Geld geerbt, sondern ein Haus
ein Kochbuch und einen Hund. Das Kochbuch stellt sich als Kochbuch für Zauberelixiere heraus. Und der Hund stellt sich als Hexenwächter heraus, denn auch Elvira ist eine Hexe, die das Gute auf der Erde beschützen soll. Und dieser Hund ist ihr Gesandt. Der verwandelt sich zwischendurch, hat glühend rote Augen und ist ansonsten ein putziger weißer Pudel, den sie irgendwie schön frisiert. Das kann ich alles verraten, weil das alles nicht so überraschend ist. Dieser Film ist wirklich vorhersehbar. Dieser Film ist deshalb sehenswert, weil er Trash auf allerhöchstem Niveau ist. Und wir haben ja heute DVDs, die ich euch vorstelle unter dem Titel The Trash of 8 Years. Die trashigsten Filme, die wir hier bei der TJF mal auf der großen Leinwand gezeigt haben. Ihr könnt sie euch für zu Hause holen. Zum Teil sind sie auch als Download oder als Video on Demand erhältlich. Elvira, Mistress of the Dark, ist im Verleih von, ich weiß es gerade gar nicht, ich habe es vergessen, mir rauszuschreiben. Ihr findet es an, googelt es einfach. Google ist eure Freundin. Ich habe die Anfangsszene des Films, also wo sie sich mit dem Auto auf den Weg macht, in der Hoffnung, ihr Gelderbe für ihre Las Vegas Show abzuholen. Das habe ich euch als Szene mitgebracht, und damit ihr einen kleinen Eindruck davon bekommt, wer Elvira ist und was sie so ausmacht. Viel Spaß, Film ab. Freien Süßer, ne? Hier, du hast deine Axt vergessen. Geschwindigkeitsbegrenzung von 25 Meilen 50 gefahren. Oh, na sowas. Das macht 25 pro Titte. In Ordnung. Ja. Ach, das sollte nur ein Scherz sein, Officer. Geben Sie den Lappen her, der kommt in meine Sammlung. Hau mir was in den Tank rein. Selbstbedienung. Fauler Sack. Weißt du was? Zigaretten bringen einen um. Schöne Fahrt noch. Hey!
Herzlich willkommen in der Welt von Elvira, Mistress of the Dark. Ja, das wird noch schlimmer. Es wird, man könnte dem Film Sexismus vorwerfen. Funktioniert nicht, weil diesen ganzen Kram hat Elvira, also Cassandra Patterson, selber geschrieben und selber inszeniert. Und ja, ihre Brüste sind so groß, das sind keine Silikonoberweiten. Einer der schönsten Sätze aus diesem Film ist: Sie passen nicht in diese Stadt. Ihre Titten passen ja noch nicht mal in ihr Kleid. Elvira, Mistress of the Dark, auf DVD immer noch erhältlich, und ich würde sagen, holt ihn euch. Es ist einfach großartiger Trash. Das Finale verrate ich nicht, ich sage bloß so her, guckt euch, bevor ihr euch den Film anguckt, noch einmal Flashdance an. Also die Tanzszene aus Flashdance mit dem auf der Bühne da mit dem Wasser von oben. Nur so viel. Ja, Elvira bzw. Cassandra Patterson ist auch eine gute Freundin einer von mir hochverehrten und wirklich sehr geliebten Drag Queen aus San Francisco, deren Bild mich auch seit vielen Jahren bei der TJF begleitet, und ich habe da noch nie so wirklich drauf hingewiesen. Und viele haben sich wahrscheinlich immer gefragt, wer ist eigentlich diese schlimm geschminkte Person? Diese schlimm geschminkte Person ist großartig geschminkt, hat einen absolut hinreißenden Stil, noch größere Perücken als ich, und ich bin noch nicht mal neidisch bei ihr, weil sie einfach so ein großartiger Mensch ist. Sie macht in San Francisco oder hat lange Jahre das so ein bisschen das gemacht, was ich hier mache, nämlich sich Talkgäste einladen und dann mit den Talken. John Waters war zum Beispiel ihr Gast, und im Anschluss hat sie einen John Waters Film gezeigt. Das Ganze ein kleines bisschen größer, nämlich im Castro Theater. Und wer schon mal in San Francisco war, da bin ich denn neidisch. Die hat dieses Theater jedes Mal bis auf den letzten Platz vollbekommen. Mittlerweile macht sie viele Film-Show-Veranstaltungen, und jetzt zu Halloween hat sie immer, oder vor Halloween fängt sie an, ihr eigenes Haunted House zu dekorieren. Das geht dieses Jahr leider nicht. Ich rede von der großartigen Peaches Christ. Wenn irgendjemand das Lied der Peaches kennt, ich werde auch versuchen, ihr den Link zukommen zu lassen. Peaches, we are still sisters in cinema. I love you. Als sie vor vielen, vielen Jahren mal hier in Berlin war, zur Berlinale, hatte ich dieses Foto denn, als wir uns trafen, mitgebracht, und sie hat es signiert und guckte mich denn an und fragte mich: What should I write? Und ich guckte sie an und so, sagte: You should sign it. I mean, it's your decision. It's not me dictating you what you should write. Und dann guckte sie mich an: How about Sisters in Cinema? Would that be okay? I think that's great. Let's call us Sisters in Cinema. My sister in cinema, Peaches Christ. Ich liebe sie, und irgendwann, wenn Corona wieder vorbei ist, dürft ihr mir sehr, sehr viel Geld spenden, denn ich möchte nach San Francisco fahren, wenn Peaches ihr jährliches Showgirls, oder wie sie auch sagt, You Don't Know Me, Veranstaltung macht, die jedes Jahr auch wieder das Castro Theater zum Beben bringt. Apropos Spenden, wie habe ich das klug eingefädelt, obwohl es gar nicht auf meinem Ablaufplan stand. Ihr dürft spenden, also ich hier, das zahlreich erschienene Publikum in der AHA darf spenden. Ich werde nachher mit unserer Moneycam rumlaufen. Wer jetzt zu Hause vom Computer sitzt und denkt, was fängt er mit dem Abend an, ganz schnell mal, wenn ich hier in Berlin seid, noch in die AHA kommen. Wir haben nämlich noch ein paar Plätze, was schon absurd genug ist bei den wenigen, die wir hier haben. Dann könnt ihr bar was spenden. Wenn ihr jetzt aber zu Hause bleiben wollt, oder weil ihr nicht in Berlin seid und denkt, Mensch, Gabi hat so wenig an, die muss sich endlich mal wieder ein vernünftiges Kleid kaufen, das kann man doch nicht mit ansehen, gerade jetzt im Winter, dann könnt ihr spenden in der Veranstaltungsbeschreibung, heißt das Ding. Bei Facebook und bei YouTube ist ein Spendenlink, ein PayPal-Spendenlink, da dürft ihr uns gerne Geld überweisen. Und nein, das Geld geht nicht in ein Kleid, sondern zum Beispiel in DVDs, Druckkosten für Plakate und so weiter. Und eine kleine Mitarbeiterverpflegung. Ist eigentlich für die Pause noch Pizza da?
Das wäre ganz zauberhaft. Ich schweife ab. Ich wollte weitere DVDs vorstellen und zu jeder DVD gibt es natürlich irgendwie eine kleine Anekdote heute ganz besonders. Die nächste DVD, die ich habe, ganz anders als Elvira, aber auch schon ziemlich trashig und äußerst lustig, ist leider in Deutschland im queeren Kino ziemlich untergegangen, aus irgendwelchen Gründen. Und umso glücklicher war ich, dass ich ihn hier zeigen konnte, als ich nämlich auf der Siegessäule Berlinale Party 2014 im Südblock am Cottbusser Tor, Cottbusser Damm, einen Menschen kennenlernte. Ich stand, damals durfte man da noch rauchen, ich stand neben der Tanzfläche und zündete mir eine Zigarette an. Es stellte sich ein großer, gut gebauter, dunkelhaariger, gut aussehender Mann neben mich mit so ein paar Knöpfe seines Hemdes offen, mit einer sehr leckeren Brustbehaarung, guckte mich an, beugte sich etwas vor und sagte, kriege ich auch eine Zigarette? Und ich guckte ihn an und sagte, was kriege ich dafür von dir? Ich hatte die Zigarette für ihn noch nicht aus der Schachtel geholt, als er schon seine Zunge im Hals hatte. Liebe Grüße an Frank-Christian Marx, der jetzt in San Francisco ist. Ich werde unser Kennenlernen nie vergessen. Nachdem er dann irgendwann meine Zigarette, die ich in der Hand hielt, war irgendwie längst verglüht, seine Zunge wieder aus meinem Hals nahm, wo ich dachte, ach, es hätte jetzt auch noch weitergehen können, kamen wir ins Gespräch und er fragte mich, wer ich denn bin und was ich mache und ich erzählte von der TJF und er sagte, ja, er hat auch einen Film gemacht und so, was ich erzählt habe, würde der da wahrscheinlich reinpassen, ein bisschen trashig, sehr lustig, eine Komödie und ja, Deutsche können Komödien, auch schwule Deutsche können Komödien, aber wahrscheinlich ist der Film deshalb so ein bisschen gefloppt, weil das niemand erwartet und wenn nicht Til Schweiger draufsteht, dann glaubt man Komödie nicht oder hält alles, was Komödie ist, für das, was der verzapft? Lassen wir das Thema lieber. Der Film heißt Männer zum Knutschen. So wie Frank-Christian Marx einer ist. Ich merke gerade, dass ich irgendwie viele Leute in San Francisco. Ihr müsst mir noch mehr Geld spenden, damit ich nach San Francisco umziehen kann. So. Ja, Männer zum Knutschen, den hat er mir damals bei der Party denn ans Herz gelegt und sagte, ich kann mir den ja mal angucken. Und ich sagte, du, also Grundregel, wenn ich den Menschen kennenlerne, der den Film gemacht hat und ich von dem begeistert bin und der dann auch an dem Termin, wo ich den Film zeigen möchte, bei mir auf der Bühne sitzen, ich mit dem talken kann. Echt, das würdest du auch machen? Sag ich, ja, natürlich. So, du kommst gefälligst. Und wie es der Zufall wollte, hatten wir in dem Jahr für den April noch keinen Film gefunden. Und schwuppdiwupp war dann dieser Film für den April 2014 eingeplant. Frank-Christian Marx hier und es hat sich eine bis heute anhaltende Freundschaft daraus entwickelt. Ich sollte den Film auch dringlich mal wieder sehen. Ich empfehle ihn euch sehr. Produktion Ente Cross Films mit Frank-Christian Marx und Udo Lutz in der Hauptrolle. Vielleicht kann die Kamera noch mal ganz nah an das Cover. Wenn Frank jetzt vor seinem Computer säße und das sehen würde, würde er wahrscheinlich den Computer abschlecken, so wie ich den kenne. Jetzt nicht unbedingt wegen mir, aber weil der das in solchen Situationen, der steigt der immer sofort drauf ein, auf solche Sprüche. Ja, lieber Frank, ich danke dir vielmals für den Zungenkuss und noch viel mehr, dass wir uns kennengelernt haben und ich einfach einen ganz, ganz großartigen Menschen kennengelernt habe, dem ich auch sein Glück in San Francisco sehr gönne und ich freue mich wahnsinnig, dass du einen tollen Mann gefunden hast, eine tolle Heimat und in der du hoffentlich lange, lange noch glücklich sein kannst, wenn nicht wieder die Bäume die Bäume explodieren ja hier in Deutschland. In Kalifornien brennen sie ja nur. However, ich schweife ab. Ich muss mich heute echt konzentrieren, dass ich beim Thema bleibe. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das Thema ist natürlich Film. Ja, Männer zum Knutschen. Jetzt habe ich mir da eine Überleitung geschrieben und komme nicht drauf. Männer zum Knutschen und Frauen sind ja zum Verehren. Ja, sorry girls, I'm gay. Eine, die ich sehr, sehr verehre, ist Marlene Dietrich. Wer mich so ein bisschen kennt, weiß das.
dass ich Marlene sehr verehre, aber ich bin auch nicht so ganz gnadenlos, dass ich so überhaupt keine Kritik an ihr hätte. Es gibt schon viele Momente, wo man denkt, Marlene, warum? Diese Momente erzähle ich bei meiner Stadtführung Ein Koffer, ein Leben, eine Diva, mit der ihr mich auch buchen könnt. Gerade jetzt in Zeiten von Corona ist Kultur, die man draußen im kleinen Kreise machen kann, vielleicht ganz angenehm. Es gibt Musik dazu, lustige Anekdoten, ein unterhaltsamer Nachmittag quer durch Berlin. Bis Ende November biete ich diese Stadtführung noch an. Also beeilt euch und meldet euch bei mir, wenn ihr die mal mitmachen wollt. So, auf Marlene komme ich deshalb, weil ich hatte mal hier auf der, oder wir hatten bei der TJF Judy Winter mal zu Gast. Nach vielen, vielen Jahren hat es geklappt und Frau Winter hatte zu der Zeit kurz vorher im Theater am Kurfürstendamm, glaube ich, Der Teufel und die Diva gespielt, ein Stück über oder mit Hildegard Knef. Sie hat Hildegard Knef gespielt und spielte zu der Zeit schon einige Jahre und auch immer wieder im Renaissance-Theater Marlene, das Ein-Personen-Stück von Pam James. Und die beiden großen Filmdiven, die einzigen beiden großen Hollywood-Diven, die Deutschland hier hervorgebracht hat. Und dann habe ich zu Judy Winter gesagt, Frau Winter, Sie haben Hildegard Knef gespielt, Sie spielen immer wieder Marlene, die beiden großen Filmdiven, wie viel Diva steckt in Ihnen? Und dann guckte sie mich an, legte mir die Hand aufs Bein und sagte, weißt du, Schatz, Diva bin ich nur für Geld. Einer der schönsten Momente dieses mittlerweile 8 Jahre andauernden Filmchaos, was ich hier veranstalte. Judy Winter, eine großartige Frau, die ich wirklich auch sehr, sehr bewundere. Eine andere, die ich irgendwie viel zu spät kennengelernt habe, erst als nämlich das, wie man heute sagt, Biopic über sie ins Kino kam vor einigen Jahren und von der wir uns jetzt verabschieden mussten, ist Ruth Bader Ginsburg. The Notorious RBG, wie sie auch gerne genannt wurde, oberste Richterin in den USA und leider jetzt im zugegebenermaßen hohen Alter, aber leider verstorben, gerade in einer Zeit, wo es viel mehr Ruth Bader Ginsburgs geben müsste, als diese Welt hervorgebracht hat. Michaela Dudley hat auf siegessäule.de einen ganz großartigen Nachruf geschrieben, den ich euch empfehle. Und wer Ruth Bader Ginsburg nicht wirklich kennt oder sagt, ich habe sie so ein bisschen kennengelernt und ich muss einfach noch mal ein RBG-Erlebnis haben, dem empfehle ich Die Berufung. Die Lebensgeschichte von Ruth Bader Ginsburg, wie sie angefangen hat für die Gleichberechtigung von Frauen und gegen Diskriminierung von Frauen zu kämpfen und immer wieder abgeblockt worden ist von den damals noch viel mehr dominierenden Männern und dann irgendwann einen Dreh gefunden hat, als sie mitbekamen, dass ein Mann an einer Stelle benachteiligt wird, wo Frauen bevorzugt werden. Und sie hat eine Klage angestrengt wegen Benachteiligung aufgrund des Geschlechts. Und diese Klage wurde gewonnen. Das hatte zur Folge, dass die Richter in den USA sehr, sehr viel Arbeit hatten, die gesamte amerikanische Verfassung einmal durchzugehen und sämtliche Rechtsprechungen anzupassen. Ohne Ruth Bader Ginsburg wären die USA noch viel schlechter dran. Ich mag es mir nicht vorstellen. Sie hat eine so großartige Arbeit geleistet. Sie war so ein unglaublich wichtiger Mensch. Viele, viele sind sehr traurig, ich auch. Aber sie ist hoffentlich jetzt an einem Ort, wo sie dann auch ein bisschen Freude haben kann, wenn sie sieht, wie sehr sie geliebt worden ist und wie sehr ihr Werk auch immer noch weitergetragen wird. Also schaut euch an Die Berufung, Ruth Bader Ginsburg, die leider vor 2 Wochen, glaube ich, verstorben ist. Ja, damit sind wir bei wichtigen Frauen. Und eine wichtige Frau, die seit einiger Zeit hier immer zu mir auf die Bühne kommt, ist eine Frau, die, neben vielen, vielen anderen Sachen auch beim Lesbian Non-Binary Filmfest mit dabei ist.
Und sie ist die Frau, die ein sehr gutes Auge auf das Geschehen in der lesbischen Filmwelt hat. Sie hat den lesbischen Blick. Hier ist Sandra Polipolcho. Let pussy manifest. Let pussy manifest. Let's just let pussy manifest. Was für ein Empfang. Ich freue mich sehr, hier zu sein in der AHA. Und ich freue mich natürlich über alle die, die an den Heimkinos auf dem Sofa mit dabei sind und sich auch ein bisschen mal anhören wollen, was denn aus lesbischer Perspektive in diesem Monat in dem Vergangenen passiert ist und was euch erwartet. Wir sind nämlich in diesem wunderbaren Filmfestival-Monat Oktober und trotz Corona gibt es einige mutige meiner MitstreiterInnen von Filmfestivals, die sich getrauen, wir sind auch noch am Überlegen, wie wir das dann im Dezember wieder auf die Beine bringen, die sich getrauen, live etwas zu spielen, aber, und das ist jetzt für all die Couch Potatoes super, durchaus auch ein Online-Programm zusammenstellen. Das ist der große Vorteil für euch. Ihr könnt also in Berlin auf dem Sofa liegen und trotzdem einen Teil des Filmangebots von den Pride Pictures als Karlsruhe oder vom Queer Film Festival München bei euch zu Hause auf dem Sofa sehen online. Da sage ich gleich noch was zu. Zuallererst möchte ich aber nochmal das aufgreifen, was gerade die wunderbare Gabi Tupper, der ich auch noch ganz herzlich gratuliere, zu diesem dieser Jubiläumssendung und all den anderen hier, zu dieser TGIF, zu diesem wunderbaren Format. Ich möchte noch ganz kurz Notorious Ruth Bader Ginsburg aufgreifen. Nämlich, das ist der eine Film, aber es gibt auch noch zusätzlich, und den kann ich jedem ans Herz legen, egal ob weiblich, männlich, non-binär, inter, trans, ein Dokumentarfilm über sie. Und der heißt ganz normal abgekürzt einfach RBG, Notorious. Und dort wird auch sehr gut darauf hingewiesen, dass sie ja nicht nur, wie Gabi gesagt hat, diesen wunderbaren Kniff hatte, dieses eine Urteil umzusetzen, sondern sie saß auch mit im Bundesgericht, als es darum ging, dass die erste lesbische eingetragene Lebenspartnerschaft in den USA vollzogen wurde von Eddie Windsor und ihrer damaligen Frau posthum, die leider schon verstorben war zu dem Zeitpunkt. Also ein zweiter wichtiger Film für euch im Hinblick auf eine Frau, die eingetreten ist für Gerechtigkeit und zwar in alle Richtungen hin. Und damit sind wir auch bei dem Thema, weil das betrifft nicht nur die USA, sondern es betrifft auch uns hier in Deutschland, das Thema Gleichberechtigung, gleichberechtigte Chancen. Und zwar komme ich damit sowohl im Hinblick auf Interkulturalität, aber auch 30 Jahre nach der deutschen Einheit haben wir Themen und Sichtbarkeiten, die immer noch nicht dazu führen, dass wirklich alle auch in unserem Land dieselben Chancen haben, sichtbar zu sein, dieselben Chancen haben, am sozialen Leben zu partizipieren. Und zu beidem gibt es Filme. Damit jetzt zu den aktuellen Filmfestival und auch Kinoangeboten, die ich für euch habe. Und zwar, wie gesagt, es ist der Filmfestmonat und es gibt ein neues Filmfest in Berlin zum zweiten Mal, nämlich das Sura-Filmfest. Von denen habe ich euch auch genau ihr Artwork mitgebracht. Das Sura läuft jetzt gerade schon in dem wunderbaren Kulturzentrum Oyun. Das ist am Hermannplatz. Und dort gibt es einen wunderbar tollen großen Saal. Und ihr könnt da mit Maske hingehen, habt super viel Abstand zu den anderen und könnt euch Filme angucken aus dem Bereich Nordafrika und Mittlerer Osten. Die Filme, die das Team vom Sura gesichtet hat, habe ich noch nirgendwo anders in Deutschland gesehen. Das heißt, es sind wirklich Schätze aus queerer, schwuler, lesbischer Perspektive, ganz viele Kurzfilmprogramme und darüber hinaus auch einige Langspielfilme, Paneldiskussionen, noch bis zum 4. Oktober. Und jetzt habe ich euch den Trailer davon mitgebracht. Thank you.
Ja, super spannend finde ich, diese Zusammenstellung, die Sie haben beim Sora, also auf jeden Fall sehenswert. Es gibt noch Tickets, könnt ihr über die Website vom Sora buchen und ich glaube auch mal für ein Talkers-Tier sehr gut geeignet, um einmal aus dieser Perspektive hier zu sprechen. Jetzt sind wir bei den Kinoveranstaltungen, bei den Kinosachen und ich hatte ja gesagt, Gleichberechtigung auch bei uns weiterhin schwierig und sowohl interkulturelle Perspektive mit arabischem Background, mit afrikanischem Background, POC-Personen haben es schwer, gesehen zu werden und sich die Räume auch im Bereich Film, was ja immer wieder aufzeigt, gesellschaftliche Unterschiede dargestellt werden und wir dann darüber reden können. Und genau das Gleiche betrifft einen Film, der am 8. Oktober Kinostart hat und zwar ein Film, den ich großartig finde und der genau jetzt zum richtigen Zeitpunkt in die Kinos kommt, nämlich 30 Jahre nach der deutschen Einheit. Er heißt Im Stillen laut. Dieser Film ist ein Abschlussfilm von Therese Koppe von der Filmuniversität Babelsberg. Es ist ein Dokumentarfilm über die inzwischen 80-jährigen Tine und Erika, die zu DDR-Zeiten einen Kunsthof gegründet haben. Und das war sowas wie ein subversiver Freiraum. Das Thema lesbisch sein wird da gar nicht groß thematisiert, aber dieser Film ist super, super sehenswert und guckt ihn euch bitte auf jeden Fall an, denn es wird viel zu wenig über die Unterschiede, die feinen Unterschiede bei uns in unserem Land gesprochen und dieser Film zeigt es sehr gut. Dafür jetzt noch den Trailer. Wenn du einen Ausreiseantrag gestellt hättest, sie hätten dich gleich eine Woche später rausgelassen. Das kommt in normal. Das ist ja ein Privileg, dass ich ganz schnell auswandern Was kann. Was denkst du, wie sich andere DDR-Bürger danach gesehen haben? Ja, das stimmt. Aber rausgelassen. Und ich wollte aber nun gerade hier bleiben, bei dir und in diesem Haus. Ja, aber von wegen Privileg, Tine, insofern warst du auch privilegiert. Wir hatten ja auch den Auftrag, wir sollten die sozialistische Ideologie verbreiten. Und natürlich, die, die das nicht taten, die wurden dann mit Misstrauen beobachtet. Guten Tag, liebe Mädels und Jungs. Das BMK BFL begrüßt euch recht herzlich zur Ferienlager-Saison 1985 hier bei uns in diesem schönen Objekt an der See. Null. In diesem Sinne lasse ich meinen lesbischen Blick jetzt wieder schweifen und zwar hinüber zum Sora und mache hier den Platz wieder frei für die wunderbare Gabi Tupper und wünsche euch einen wunderbaren, filmreichen Oktober. Sandra Polly Polcho! Ja, ich bin wirklich wahnsinnig glücklich, Sandra. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst und jeden Monat wiederkommst. Es gibt doch einfach Filme, die mir in meinem manchmal schwulen Scheuklappenblick links und rechts runterfallen. Es tut mir wahnsinnig leid, ich bin da irgendwie denn doch nur ein Mensch unter diesem ganzen Make-up. Und schön, dass du diese Filme gezeigt hast. Ich habe gerade eben ein bisschen Tränchen verdrücken müssen. Ich glaube, das ist einfach total sehenswert. Das ist einfach mal eine rundherum positive Geschichte, vor allen Dingen von zwei Lesben erzählt wird. Da, auch da gibt es viel zu wenige. Wir feiern 8 Jahre TGIF und ich habe eine Glückwunschkarte bekommen, was ich ganz zauberhaft finde, von einem Gast und auch AHA-Mitarbeiterin. 8 Jahre TGIF in der AHA Berlin, ein Grund zu feiern. Grandiose Arbeit, vielen Dank für die fantastische Abende, herzlichen Glückwunsch, liebe Gabi Tupper und Team. Ja, denn wir sind ein Team. Sandra ist jetzt relativ neu dabei
Und ich möchte einfach gerade mal so ein bisschen, ein Mensch, der, den wir zwar immer nennen, der sich aus, glaube ich, auch gutem Grunde nicht so gerne vor der Kamera bewegt oder auf der Bühne, weil er lieber das Geschehen auf der Bühne ins rechte Licht setzt und für den guten Ton sorgt, ist Mike. Lieber Mike, traust du dich heute nach vorne? Ich möchte dich einmal hier neben mir haben. Das schmeißt jetzt den Ablauf komplett durcheinander, aber es ist mir einfach gerade wichtig, dass du einmal auch bei der TJF siehst, wie schön du das hier immer ausleuchtest und wie schön es ist, hier oben zu sitzen. Vielen, vielen Dank, dass du das von Anfang an, ich glaube, einen Monat warst du mal, glaube ich, mal im Urlaub, oder? Ich habe mein Mikrofon hier aufgezogen. Ich habe vergessen, mir das Mikrofon aufzuziehen. Vor lauter Schreck. Es ist unglaublich hell hier oben. Genau, irgendwie im September bin ich meistens im Urlaub, wenn da eine TJF ist. Dieses Jahr natürlich nicht. aber im Prinzip war ich bei fast jeder Ausgabe dabei und bei den Specials im großen Kino war ich ja auch nicht dabei. Die lassen mich an ihren Sachen nicht rumspielen. So. Ja, und wer diese Veranstaltung regelmäßiger verfolgt hat, der weiß, wie gerne und viel ich rede und manchmal auch über die Zeiten hinaus, wie gerne ich auch mal irgendwie meinen eigenen Ablaufplan durcheinander bringe, nämlich zum Beispiel gerade eben den Trailer von Männer zum Knutschen vergessen. Gibt es bei YouTube, könnt ihr euch bei YouTube angucken. Muss jetzt mal so gehen. Mike ist nicht nur unser Techniker, sondern auch unser Grafiker. Zu Zeiten vor Corona haben wir jeweils ein Quartalsplakat gemacht, was er designt hat, und ich muss es ja einfach auf offener Bühne nochmal sagen, wie oft ich diese Plakate in Berlin nachhängen musste. Nicht, weil sie runtergerissen wurden, sondern weil sie jemand vorsichtig ach, das hat ein Gast nachgefragt und ich dachte, das ist schon abgelaufen, das könnte er jetzt mitnehmen. Es hat im Prinz Eisenherz Buchladen mal jemand gefragt, ob es denn noch mehr von diesen Plakaten gibt, und Eisenherz sagte, nee, sie haben bloß das eine, und dann hat er das mit dem Handy abfotografiert, weil er es gerne irgendwie mitnehmen wollte. Mike, auch da vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Ich kann es nicht oft genug sagen, du bist wirklich ein wertvolles Mitglied unseres Teams. Und jetzt habe ich den roten Teppich. Also ich muss sagen, imaginär rolle ich für dich den roten Teppich aus. Als Grafiker muss ich sagen, da geht mir das Herz auf. Das ist der schönste Feedback, den man eigentlich haben kann, wenn man sowas gestaltet. Ihr habt gerade eben vielleicht schon die kleinen Fotos gesehen, ich in großen Hollywood-Filmen, denn ich war in jedem großen Hollywood-Film, habe ich mitgespielt. Ich war dem Produzenten dann immer zu teuer. Deshalb hat man die Szenen mit mir rausgeschnitten. Gott sei Dank hat Mike es möglich gemacht, dass ihr die Fotos davon seht. Also auch an diesem Werke ist er maßgeblich verantwortlich für Mike. Vielen, vielen Dank. Ich lasse dich jetzt wieder zurück an die Technik, bevor gleich nämlich ich viel zu lange rede. Vielen Dank, dass du hier nach oben gekommen bist, und ich freue mich auf weitere, wie viele Jahre es dann auch noch werden. Mike! Ja, jetzt war Mike einmal bei mir auf der Bühne, jemand, der noch nie bei mir auf der Bühne war, wo ich mir aber fest vorgenommen hatte, das dieses Jahr zu schaffen, und ich hatte auch einen Plan, wie ich es hätte schaffen können, dass diese Künstlerin, diese Kollegin endlich mal bei mir auf der Bühne ist, und dann kam Corona und hat diesen Plan zunichte gemacht. Ich werde den Plan jetzt nicht ausplaudern, damit Ades Zabel vorgewarnt ist und an dem Abend jetzt ganz schnell noch irgendwie eine Show hat. Nein, ich spreche von Ades Zabel, der eine hart arbeitende kreative Person ist, der selbst jetzt mit Corona alles Mögliche gemacht hat, um das BKA-Theater zu unterstützen, der Livestreams dort angefangen hat, der in kleiner Besetzung dann Sachen auf die Bühne gebracht hat, das legendäre große Weihnachtsstück von Ades Zabel & Company, Wenn Ediths Glocken läuten, wird dieses Jahr wieder ab Ende November gespielt. Da darf ich schon mal ein kleines bisschen Werbung für machen. Ades hat aber auch von Anfang an seiner Karriere, als er mit den Teufelsbergern damals, so hieß die Performance-Gruppe,
Angefangen hat, haben sie angefangen mit Filmen. Die Bühne kam erst viel später, als sie festgestellt haben, Filme drehen ist zwar ganz lustig, aber irgendwie ist das wahnsinnig schwierig, da ein Publikum zu erreichen. Das ist es auch in Deutschland, wenn man nicht irgendwelche Unterstützer in hohen Positionen hat. Der Filmwelt ist vielleicht etwas Großes verloren gegangen, obwohl ganz verloren gegangen ist es ja nicht. Der Bühnenwelt ist eine Künstlerin geschenkt worden. Der Filmwelt bleibt Ades Gott sei Dank immer mal wieder erhalten mit so großartigen Filmen wie 1815 ab Bahnhofs Ostkreuz, die Miss Marple Persiflage, und das sage ich nicht dazu, weil ich denke, ihr würdet es nicht verstehen, sondern weil das der offizielle Untertitel ist, die Miss Marple Persiflage. Und einen weiteren Film, den er gedreht hat, mitgeschrieben und auch zum Teil mit inszeniert hat, ist Mutti, der Film. Ades Zabel hatte eine Soloshow in der Bar Jeder Vernunft, und da er sich zwischendurch umziehen musste, hat er kleine Filmchen mit Mutti gedreht. Mutti, eine alleinerziehende Mutter, irgendwo in einem Plattenbau mit einer etwas renitenten Tochter und einer sehr klatsch- und trinkbegeisterten Nachbarin. Mutti, die auch selber gerne mal einen hebt und gerne auch mal einen Mann dran nimmt. Und damit beginnt auch fast dieser Film, der irgendwann dann ins völlig Absurde abdriftet. Ich will nicht so viel verraten, ich kann bloß sagen, es geht auch um ein Ohr mit besonderen Fähigkeiten, hinter dem böse, böse Menschen hier sind. Mit bei diesem Film dabei sind unter anderem der zauberhafte Gerd Tumser, Stefan Kuschner, Camelia Leid und Biggie van Blond. Biggie van Blond, die auch bei der Ades Zabel Company mit dabei ist. Biggie van Blond, die hier in der AHA ihre zarten Füßchen auf die Bühne gestellt hat, das allererste Mal, damals noch in der AHA am Mehringdamm, damals als Biggie González, die schnellste Tunte von Mexiko. Erst später wurde sie danach wurde sie zu Biggie van Bretten, und dann wurde sie irgendwann Biggie van Blond und ist aus der Berliner Szene nicht mehr wegzudenken. Wer zu selten nach Berlin kommt, um Biggie regelmäßig zu sehen oder Ades regelmäßig zu sehen, dem ist dieser Film empfohlen. Mutti, der Film. Denn diese Kurzfilme bei Ades Zabels Soloshow kamen so gut an, dass sie gedacht haben, da kann man auch einen abendfüllenden Spielfilm draus machen. Herrlich trashig, ganz großartig, natürlich mit Gesangsnummern. Biggie als dermaßen zaubertrinitentes Mädchen. Ich werde im zweiten Teil noch ein weiteres Teammitglied auf der Bühne haben, die in ihrem regulären Arbeitsleben Erzieherin ist. Wir müssen da irgendwie, glaube ich, nochmal drüber reden, was Ades bei Biggie anders oder besser machen kann. Für euch erstmal der Trailer des Filmes. Ich werde mich von der Bühne erstmal gleich kurz verabschieden, damit wir eine kleine Pause machen können, hier mal durchlüften können und damit ich die Schmannicam in die Hand nehmen kann. Ihr zu Hause dürft während der Pause, Gott, könnt alles Mögliche an euch machen, an euch rumspielen oder so. Ihr könnt aber auch einfach euch bei PayPal einloggen und von eurem PayPal-Account eine kleine Spende auf unseren PayPal-Account schicken. Den Spendenlink findet ihr in der Veranstaltungsbeschreibung bei Facebook und bei YouTube. Biggie van Blond wird, so die große Göttin es will, nächsten Monat hier bei mir zu Gast sein. Ich kann es noch nicht hundertprozentig versprechen. Mein trashiger Vorsatz für 2022 ist dann zum 10-Jährigen der TGIF den langen Ades Zabel und Biggie van Blond Filmabend zu machen und nach Möglichkeit alles mit denen zu zeigen und die beiden wahrscheinlich dann nicht hier, sondern wahrscheinlich muss man dann irgendwie das Kino International nehmen oder so, mit auf der Bühne zu haben und mit denen zu talken. Ich denke, das wird ganz großartig, und wenn ihr bis dahin Ades sehen wollt, entweder DVD oder ab November in
BKA Theater am Mehringdamm in Wenn Ediths Glocken läuten. Da ist Biggie auch mit dabei. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine kleine Pause. Ich laufe mit der Spendencam rum. Hier in der AHA könnt ihr noch unsere Masken erwerben. Genau. Und wenn ich im Publikum bin, muss ich meine Maske aufsetzen. X. Und wünsche euch jetzt erstmal vor der Pause noch viel Spaß mit dem Trailer zu Mutti, der Film. Guten Abend, meine Liebe. Ach, wir beide haben uns ja Ewigkeiten nicht gesehen. Ich habe heute zufälligerweise ganz unerwartet den ganzen Abend frei. Wollen wir nicht ausgehen? Piggy, was machst du denn hier schon? Ist die Schule aus? Nein, aber ich bin noch so krank. Verdammt. Oh, was mache ich denn jetzt mit dem Klempner? Schau mal, Mutti, was ich gefunden habe. Das Ohr kann Gedanken lesen. Ach, das ist ja interessant. Gib mir das Ohr. Nein. Ah. Oh. Tut der Mann dir weh, Mutti? Wo ist mein Ohr? In der braunen? Da ist dein Frühstück drin. Was macht denn die Kleine? Oh. Sie ist entführt worden. Was? Und wollen Sie nicht die Polizei rufen? Ach was, das mache ich morgen. Die kann ruhig mal 24 Stunden weg sein. Na jetzt, wir putzen, wollt ihr noch was trinken? Wodka! Was ist das denn? Ich rieche Menschenfleisch. Das Ohr kann Gedanken lesen. Nach welchem Baum wurde die deutsche TV-Serie Lindenstraße benannt? Schluss jetzt! Oh. Moment, da ist noch was. War das eine schöne kleine Geschichte? Aber was wäre schon ein gelungener Abend ohne sie, nicht wahr? Also ich finde es ja irre komisch, wenn Männer, Frauen, kleiner tragen, da muss ich ja jedes Mal lachen.
Das wäre jetzt eine ideale Gelegenheit für Applaus gewesen. Vielen lieben Dank! Ja, auch von mir herzlich willkommen zum Jubiläum 8 Jahre TJF. Mein Name ist Katharin und ich darf seit 2014 diese Veranstaltung mitmoderieren. Und ich darf auch alle Arbeiten machen, die Gabi nicht so kapiert. Also alles, was technisch ist zum Beispiel. Deswegen habt ihr mich in den letzten Monaten auch nicht gesehen, sondern höchstens mal gehört. Denn zurzeit mache ich die Livestream-Regie. Als Gabi vor sechs Jahren in die Betty Ford Schwarzwaldklinik ging, ihr habt das ja gerade im Trailer gesehen, hat sie mich und eine gemeinsame Freundin von uns gefragt, ob wir denn für 3 Monate die Moderation der TJF übernehmen würden. Und natürlich haben wir das sehr, sehr gerne gemacht und dabei einen dermaßen großen Spaß gehabt, dass Gabi nach ihrer Rückkehr aus der Klinik nicht anders konnte, als uns in ihrem trashig-göttlichen Team zu behalten. Und unsere liebe Freundin musste sich zwar aus beruflichen Gründen für 2 Jahre etwas zurückziehen, aber zu unserem Jubiläum heute ist sie wieder dabei. Begrüßt mit einem Hollywood-reifen Applaus unser ganz persönliches Filmsternchen, Maria Sternchen! Und schön, Nacht, dunkel und schön.
Maria Sternchen! Bevor du dich hinsetzt, dann sitzt du nämlich die ganze Zeit mit dem Kopf vor den Trailern. Deshalb drehen wir das gerade nochmal um. Wir räumen erstmal eine Runde um. So. Sternchen braucht Platz, die hat ein bisschen zugenommen. So. Nein, du weißt doch, wie es ist. Also, ne? Man muss ständig irgendwie seinen eigenen Kram aufräumen. Ja, liebes Publikum, Maria Sternchen und Katharine, in der Tat, und hallo. Das ist keine erfundene Geschichte, ich bin vor 6 Jahren in eine Reha-Klinik gegangen, bin seitdem trockene Alkoholikerin, 3 Kreuze und Gott sei Dank, Göttin sei Dank, und in der Zeit dachte ich, irgendwie möchte ich, dass während der 3 Monate die TJF weitergeht. Wenn jemand alleine das moderiert, dann wird im günstigsten Falle gesagt, na also Gabi macht das, aber also du machst das nicht so wie Gabi, ne? Im blöden Falle wird gesagt, also du machst das so schön, viel besser als Gabi, wollte ich beide Varianten nicht, also habe ich gedacht, frage ich doch 2 Menschen und vor allen Dingen 2 Menschen, die mir einfach sehr, sehr am Herzen liegen, und ich freue mich, dass du heute zu unserem Jubiläum wieder mit dabei bist. Ich freue mich auch, vielen Dank für die Einladung. Ja, das Lied gerade eben übrigens, wer es nicht kennt, Bildungslücke aus dem Musical Linie 1, beziehungsweise das war aus der Filmversion, ne? Das war aus der Filmversion, richtig. Ich meine, was frage ich? Wir haben heute eine Filmveranstaltung, natürlich nimmst du die Variante aus der Filmversion. Ich habe übrigens, wir müssen dringend gucken, dass wir mal wieder ins Gripstheater gehen, denn ich habe neulich erfahren, Sie spielen Linie 1 jetzt wieder in der Originalfassung, nicht in der Nachmauerfall. Schön. Ich freue mich. Also sehr. Unbedingt. So. Ja. Ich glaube, Mike will mitkommen, unser Techniker. So sieht es gerade zumindest aus. Das soll keine Maria und Gabi gehen ins Theaterveranstaltung werden. Da darf gerne das gesamte Team mitkommen. Wer mit will, darf mit. Alle, genau. Die jetzt an den internetfähigen Empfangsgeräten sitzen, dürfen sich auch anschließen. Wir sind nun auch gut befreundet und wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir sind nämlich beide große Halloween-Fans. Ja, Halloween ist mein persönliches Weihnachten. Achtung, vorbereiteter Witz, den ich garantiert verkacke. Was ziehst du zu Halloween an? Weißt du das schon? Also wenn ich mir das hier so angucke, was ich heute trage, es wird auf jeden Fall was Schwarzes sein, gehe ich mal von aus. Da es ja keine Halloween-Partys dieses Jahr geben wird, werde ich wahrscheinlich irgendwie zu Hause bleiben. Ich dachte an Schlabber Jogginghose, ein T-Shirt, und ich gehe als 667, die Nachbarin des Teufels. Hallo, ja. Flachwitz. In meinem Kopf war der irgendwie besser, ich weiß auch nicht. Egal, wir wollen ja auch nicht über Witze reden, sondern wir wollen über Filme reden. Und die Überleitung zu Halloween habe ich natürlich nicht umsonst gemacht, denn einen Film, den ihr in den 3 Monaten, die ich nicht hier war, präsentieren durftet, ist der weltweit einzige schwule Zombie-Film, der dann auch noch Sex hat. Und ich verkneife mir jetzt einen Witz, ob das Nekrophilie ist, wenn man mit einem Zombie fickt. Ja. Otto, or Up with Dead People. Als ich Maria die Filme, die DVDs, die ich heute besprechen wollte, noch mal geschickt habe, sagt sie, ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich glaube, da war ich einfach nur zu aufgeregt. Ich musste mich wirklich auf den heutigen Abend vorbereiten und mir noch mal ein bisschen was im Internet durchlesen über diese Filme, weil ich hatte die gar nicht mehr im Kopf. Also Gabi hat mir die Filme geschickt und ich dachte, was war das eigentlich noch mal damals? Hab mich da noch mal ein bisschen schlau gemacht. Der Film, also du kannst dich wieder dran erinnern. Also zumindest das, was da so im Internet stand, auf den Wikipedia-Seiten und so. Es kamen dann doch mal noch so kleine Blitze, aber ich glaube, ich war auch wahnsinnig aufgeregt und abgelenkt von der ganzen Orga, die wir noch so nebenbei hatten. Also wer jetzt ein bisschen sich mit Bühne auskennt, der weiß ja, so ein Abend ist nicht nur gestaltet mit 10 Minuten auf der Bühne sitzen, sondern es gibt halt Vorbereitungen und Dinge, die man sonst noch nebenbei zu erledigen hat. Und es war ja, auch die erste Zeit, wo ich überhaupt erstmal angefangen habe, Shows selber zu organisieren. Und ich hatte das wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Aber
sie tut jetzt so, als ob sie sich da nur jetzt eingelesen hätte. Wir lesen uns immer ein, also auch, richtig, auch wenn wir zusammen früher den TGIF moderiert haben, unsere Sommer-Specials, die wir im Filmkunst 66 gemacht haben zu dritt, auch da haben wir uns entsprechend vorbereitet, Moderationen geschrieben, Infos rausgesucht. Zu dem Film, wir gucken gleich den Trailer, ist es ein Film von Bruce LaBruce, den ich produziert von Jürgen Brüning, ganz liebe Grüße an Jürgen Brüning an dieser Stelle, der mittlerweile sämtliche Filme von Bruce LaBruce im Verleih hat. Den ersten Film von Bruce LaBruce habe ich mit der schwulen Jugendgruppe in Kiel mal wieder gesehen. Und zwar war ein Jugendgruppenmitglied großer Madonna-Fan. Und zu der Zeit hatte Madonna so einen Toyboy, Tony White? Ich weiß es nicht mehr. Unwichtig. Der war ganz knackig und den hatte Bruce LaBruce in seinem Film. Und da Bruce LaBruce gerne mal die Jungs auch irgendwie komplett nackt inszeniert, hatte also dieses Jugendgruppenmitglied damals das große Bedürfnis, diesen Film zu sehen. Und in der Hoffnung, dass dieser Mensch denn auch komplett nackt zu sehen ist. War auch von hinten. Ja, Hustler White war also der erste Film. Ich habe dann auch noch No Skin of My Ass, Flash, die anderen Filme von Bruce LaBruce gesehen und dachte, auch wenn ich selber die Veranstaltung nicht moderiere und den Film da nicht auf großer Leinwand sehe, ein schwuler Zombie-Film mit Sex, in dem die Hauptrolle von einem ehemaligen Pornodarsteller gespielt wird, das ist ein Film, der ist wie gemacht für die TGIF. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach den Trailer gerade mal an. Wir gucken uns mal den Trailer an, würde ich sagen, ja genau. Es ist übrigens der Extended Trailer X-Rated. Das heißt, ihr seht jetzt alles, was ihr im Film nicht seht. Nein, war Scherz. Er war bei YouTube online, also so X-Rated kann der dann doch nicht sein. Yeah.
Otto or Up with the Dead People. Ein studierter Filmkritiker eines Printmediums würde wahrscheinlich über den Film schreiben, ein Film gedreht in teilweise existenzialistischem Schwarz-Weiß, der in seinen Bildern immer wieder die Vergänglichkeit zeigt, wenn Otto durch tote Orte geht. Ja, weiß nicht, ob das mal jemand geschrieben hat. Ich fand es jetzt auch nicht so toll, wo ich es ausgesprochen habe, muss ich dazu sagen. Aber der Film ist großartig und sehenswert und ist auch immer noch auf DVD erhältlich. Wenn ihr Probleme habt, diese DVD zu bekommen, einfach sich bei mir melden, weil dann rufe ich den lieben Jürgen Brüning nämlich selber an, der soll noch mal ein paar DVDs davon pressen. So schnell und einfach kann das gehen, wenn man 8 Jahre lang diese Veranstaltung macht. Ich erspare es dir, das alle anderen Filme noch durchzugehen. Wir haben ja heute eine kleine Auswahl getroffen. Ich weise an dieser Stelle noch mal darauf hin, wir haben einen PayPal-Spendenlink in der Veranstaltungsbeschreibung bei Facebook und bei YouTube stehen. Und übrigens auch auf unserer Internetseite www.aha-berlin.de. A-H-A. Das ist wie die Plakate der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben haben müssen, Masken an irgendwelche Bedürftigen zu verschenken. Deshalb hatten sie kein Geld mehr für einen guten Grafiker für diese Anzeigenkampagne gegen Corona und für das Tragen von Masken. Aber AHA heißt bei uns Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft und ansonsten auch Alltagsmaske, Hygiene, Abstand halten. Wir bleiben bei der Arbeitsgemeinschaft und aha-berlin.de ist unsere Internetadresse. Auch da findet ihr den Spendenlink, denn wir können gut Spenden gebrauchen. Bisher sind wir einigermaßen glimpflich durch die Krise gekommen. Wir können immer noch nicht alle Veranstaltungen durchführen, die wir gerne durchführen wollen würden. Vor allen Dingen die Veranstaltung, die uns am meisten Geld reinbringt, nämlich unsere Erotikparty oder wie es die Taz mal schrieb, Ficken für die Miete. Denn mit dieser Veranstaltung zahlen wir regelmäßig die Miete, die ist auf längere Sicht einfach nicht machbar. Deshalb braucht die AHA Spenden und die Spenden, die heute überwiesen werden oder auch die nächsten 2 Monate noch bis Ende des Jahres gehen, komplett an die AHA. So, haben wir das auch erledigt. Was habe ich als nächstes hier stehen? Anekdoten. Genau, und zwar hatten wir... Oder hatte ich, war durch Zufall vor einigen Jahren drauf gestoßen auf einen Videoaufruf zu einem Fundraising eines entstehenden oder gedreht werden sollenden Films. Eine schwarze Komödie aus Deutschland, ja, es funktioniert wirklich, von Piesa Nussi Bliss, den ich schon irgendwann vor Urzeiten mal in einem Film von Doris Dörrie gesehen hatte. Keiner liebt mich und von dem ich da das erste Mal mitbekommen habe, dass er auch nicht nur Schauspieler ist, sondern selber auch Filme dreht. Er hatte ein neues Projekt und das hieß dann Weiber, Schwestern teilen, alles. Dass da dieser abgehackte Finger vor dem Kaninchen liegt, hat seinen Grund, denn ja, es geht um Männer, die sterben, also nicht ganz freiwillig. Diesen Film haben wir mit der TGIF dann auch im Fundraising unterstützt, haben die Spenden eines Abends für den Film gegeben und ich hatte Pierre auch an dem Abend eingeladen, über den Film zu reden. Und danach hat er uns dann seinen ersten Film ans Herz gelegt, nämlich Zurück auf Los. Und in diesem Film, in diesem Film spielt Matthias Freihoff mit. Matthias Freihoff, der Hauptdarsteller aus Coming Out und seit vielen, vielen Jahren bester Freund von Pierre. Und als ich dann sagte, natürlich zeigen wir gerne Pierres ersten Film, wenn Pierre denn dafür sorgt, dass Matthias Freihoff hier auf der Bühne sitzt. Das war eingefädelt und dann erzählte ich Maria von Matthias Freihoff. Und es passierte Folgendes. Wir saßen gemeinsam und guckten natürlich wieder uns die Darsteller an und suchten im Internet raus, was wir denn so über die erzählen können und mit denen betalken können.
Und uns fiel auf, was ganz wenige Leute wissen, dass Matthias Freihoff von meinem Lieblings-Walt Disney-Film und überhaupt Lieblingsmärchen die Synchronstimme, die Deutsche, von dem Biest spricht, von Die Schöne und das Biest. Als Matthias dann hier auf dem Talk... Wir konnten bei mir zu Hause ungefähr eine Stunde lang nicht wirklich konzentriert arbeiten. Genau, weil ich habe vor Aufregung geweint. Matthias saß dann, also wir redeten schon hinten im Backstage und jedes Mal, wenn Matthias irgendwas sagte, ging eigentlich Gänsehaut über den ganzen Körper und Tränen in die Augen. Und wenn Sie mal erlebt haben, wie eine Lesbe bei der Stimme eines schwulen Mannes Gänsehaut bekommt und anfängt zu zittern. Das ist ein Bild, das kriegen Sie nie wieder aus dem Kopf. Matthias war jedenfalls super süß angetan, als ich ihm davon erzählte, wie wichtig, was für eine Herzensangelegenheit mir eigentlich dieses Märchen und dieser Film ist. Es hat ja auch Gründe. Und wir waren drauf und dran, eigentlich das Duett aus dem Film hier noch auf der Bühne zu singen, weil wir beide voll in dem Thema drin waren. Wir hatten einen sehr spaßigen Abend auch noch im Backstage. Und das war ein total schöner Abend und für mich sehr schön, einfach mal so ein Erlebnis zu haben mit Matthias. Und es ist auch daraus jetzt nicht unbedingt eine enge Freundschaft, aber eine gute Bekanntschaft entstanden, als wir zusammen im kleinen Theater am Südwestkorso, die großartige Inszenierung von Miss Daisy und ihr Chauffeur, natürlich auch mit Pierce Nussi Bliss als Chauffeur und Matthias als der Sohn von Miss Daisy gesehen haben, hat Matthias uns sofort, als wir draußen noch standen, auf die gewartet haben, erkannt und mit uns geplaudert. Wir haben gleich noch eine weitere Anekdote eines Menschen, den du noch häufiger gesehen hast nach dem Kennenlernen hier bei der TGIF. Ich möchte einfach mal so kurz zurückblicken, denn Matthias und Pierre waren bloß zwei der Leute, die uns die letzten Jahre und auch kontinuierlich unterstützen, ein Stück weit begleitet haben. Wir haben Kooperationen gehabt mit dem Pornfilmfestival Berlin, Edition Salzgeber, Filmkunst 66. Rosa von Braunheim ist uns seit vielen, vielen Jahren verbunden und mit ihm haben wir dieses Jahr eine großartige Veranstaltung gemacht. Jochen Hick, der regelmäßig, wenn ich ihn treffe, habt ihr diesen und jenen Film eigentlich von mir schon gezeigt? Also der könnte jetzt auch mal wieder aufgeführt werden. Soll ich dir die DVD schicken oder ich bringe sie dir demnächst mal vorbei? Lieber Jochen, vielen, vielen Dank für die Freundschaft, die dadurch entstanden ist. Ich danke allen anderen Filmemachern und Filmemacherinnen. Wir haben großartige Filme auch entdeckt. Wir haben zwischendurch Weltpremieren feiern können oder zumindest Filme das erste Mal neu digitalisiert zeigen können. Einige haben wir selber digitalisiert. Wir haben eine langjährige Kooperation mit Profan, dem zweiten großen queeren Filmverleih in Deutschland. Liebe Grüße an Axel Schmidt in Frankfurt. Vielen, vielen Dank für diese Zusammenarbeit seit vielen Jahren und in Berlin mit dem Filmverleih Missing Films. Missing Films ist ein relativ kleiner Filmverleih, der aber zum Beispiel, jetzt fällt mir der letzte große Film nicht ein, hatte irgendwas mit Backen zu tun, ich komme jetzt nicht drauf, das ist jetzt peinlich. Aber ein Film, der sicherlich sehr bekannt ist, Härte von Rosa von Braunheim, ist bei Missing Films im Verleih. Die Dokumentation über Veruschka von Lehndorff, das erste große deutsche Supermodel, ist bei denen im Verleih. Macher und zentrale Figur von Missing Films ist Christos Agrivoulis, den ich auf der Berlinale kennengelernt habe. Und zwar beim Teddy Award, wo Maria irgendwann zu mir sagte, gehst du eigentlich dieses Jahr auf den Teddy Award? Hast du schon eine Karte? Und ich sagte, nee, muss mal gucken, ob ich irgendwie, weil ist ja teuer und habe gerade das Geld nicht, und mal gucken, ob ich noch jemanden kenne, der mich damit reinnimmt. Und dann sagte sie, ich weiß doch, wie wichtig dir das ist. Ich kaufe uns zwei Karten. Ja, das war aber purer Eigennutz, weil ich wollte auch hin. Und wenn wir sowas teilen, dann immer gemeinsam. Also musste ich und wollte dich auch mitnehmen. So. Zu der Zeit hattest du Sazie de Paris auch schon vorher mal kennengelernt. Ich kannte Sazie de Paris natürlich auch. Wir trafen auf Sazie. Sie griff meine Hand
Maria kam fast nicht so schnell hinterher und ich selbst wäre fast aus meinen Pumps gekippt, weil sie mich mit sich zog durch den schon fast leeren Saal. Ich muss dir jemanden vorstellen, Schiri, ich muss dir jemanden vorstellen. Ihr werdet euch lieben, ihr werdet euch mögen, ihr seid so toll zusammen. Und ich dachte, oh Gott, was kommt denn jetzt, was will sie denn? Und sie stellte mir Christos Akrivoulis vor und ich bin sie auf ewig dankbar, weil wir ein wirklich großartiges Verhältnis zusammen haben, Christos und ich. Wir haben teilweise die gleichen Ideen. Er hat tolle Filme im Programm. Er hat jetzt gerade ganz aktuell einen Film. Nein, schaut einfach, ich muss ja nicht alles erzählen, ihr könnt ja auch selber mal was gucken. Schaut einfach nach dem Klick-Kino in der Windscheidstraße in Berlin-Charlottenburg. Denn das ist das Kino, was Christos jetzt mit zwei Freunden zusammen übernommen hat und als kleines, sehr, sehr feines Programmkino betreibt. Jeder Monat gibt es eine Patin oder einen Paten aus der Filmwelt. Diesen Monat ist es Katja Riemann, die Patin ist, die auf einer Spiellinie ihre persönlichen Lieblingsfilme, nicht nur Filme von oder mit ihr, sondern auch einfach Lieblingsfilme zusammengestellt hat, die dann in dem Kino laufen. Es gibt immer eine Hommage, es gibt immer einige queere Filme, die dort zu sehen sind. Und Christos hat mich damals, denn wir haben im Klick-Kino unser Fünfjähriges gefeiert, da kommen wir gleich noch drauf. Und Maria freut sich schon. Die Anekdote erfahrt ihr gleich. Christos lud mich damals ein zu der Deutschlandpremiere eines griechischen Films, der im Kino International hier in Berlin Premiere hatte, im Verleih bei Profan Media. Und einer der Darsteller, der Hauptdarsteller, war auch zu Gast, ein Teil des Teams, der Regisseur. Anschließend gab es ein Filmgespräch und ich konnte nicht umhin, nach diesem Film dann, ich weiß nicht, ob die Kamera kriegt es wahrscheinlich nicht mit, aber ich hier im Saal konnte es sehen, mir natürlich das Plakat signieren zu lassen. Und Kostas, es geht um zwei Brüder. Kostas spielt den jüngeren Bruder, den schwulen Bruder, der ältere Bruder heterosexuell und auf der Suche nach dem großen Traum. Eigentlich träumt er davon, Sänger zu werden. Kostas ist irgendwo immer noch sehr Kind geblieben. Die beiden leben eigentlich nur miteinander. Die Mutter verstirbt und sie sind am Überlegen, sich auf die Suche nach ihrem verschollenen Vater zu machen, der abgehauen ist, weil sie irgendwie mitbekommen haben, der lebt noch und hat Geld. Und es beginnt eine, wie es der Untertitel des Films sagt, eine neue griechische Odyssee. Kostas wird dabei begleitet von einem weißen Kaninchen, eigentlich ein Kuscheltier. In seiner Fantasiewelt ist dieses Kaninchen denn echt und hüpft also wirklich die ganze Zeit durch den Film. Das Kaninchen gibt es auch natürlich in real und das heißt Dido. Und auch Dido hat mit Kostas Hand das Plakat signiert, was ich total zauberhaft fand. Ein Film, der leider auch in Deutschland so ein bisschen untergegangen ist. Wahrscheinlich, weil er ein in Deutschland nicht immer einfaches Thema auch mitbehandelt, nämlich Flüchtling zu sein, fremd in einem anderen Land. Die beide sind die Mutter war keine Griechin, sie ist nach Griechenland gekommen auf der Flucht und ist denn dort geblieben. Der jüngere Bruder wird aufgrund seines Schwulseins, aufgrund seines deutlich erkennbaren Schwulseins am Äußeren, an seiner Kleidung, regelmäßig gehänselt. Sein älterer Bruder muss ihm dann immer beistehen und ihn vor schlimmeren Verletzungen, wenn er zusammengeprügelt wird, bewahren. Der jüngere Bruder ist nie so richtig erwachsen geworden und so ist diese Reise dann auch eine Reise zum Erwachsensein, die mit der, wie ich finde, großartigsten Filmszene mit einem weißen Kaninchen seit Alice im Wunderland funktioniert, dass nämlich plötzlich nicht nur dieses Kaninchen lebt, sondern als riesengroßer Hase durch den Wald läuft und dem jungen Bruder denn nachts vor dem Hotel Xenia, denn Xenia ist eine griechische Hotelkette, danach ist der Film benannt, und vor einer Ruine eines Xenia-Hotels erzählt dann dieses Kaninchen, dass es jetzt gut sei und der Bruder doch seinen eigenen Weg gehen kann und soll
und verabschiedet sich, verabschiedet die Kindheit, hüpft also in der Form eines gigantischen weißen Kaninchens in den Wald. Wer sich das ausgedacht hat, ich liebe es, ich liebe diese Filmszene. Es ist schon auch sehr trashig und vor allen Dingen, wenn die beiden dann mit nacktem Oberkörper tanzen. In dem Film gibt es viel Musik von der großartigen italienischen Sängerin Patti Bravo. Und es gibt eben auch dieses eine Lied, wo die beiden in der Hotelruine abends dann zum Tanzen kommen. Wir schauen mal kurz rein in diese Szene. Viel Spaß. Malaka rumore. Puttonches re. Re rumore. Na 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 na. Sulle pigiani. Mere. Si è proprio solo, Malaka. Τι λες, ρε. Αφού δεν έχω φωνή. Ναι, αλλά έχεις πιο πολύ ταλέντο. Είσαι πιο sexy. Είσαι πιο... Αδερφή. Έλα, 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 έλα. Rumore, rumore. Die beiden Brüder sind einfach immer zusammen gewesen und haben so ein unglaublich enges Verhältnis. Man glaubt es den ganzen Film über. Man fühlt mit denen mit und es ist einfach ein großartiges Erlebnis, diese wirklich hohe Schauspielkunst von zwei so jungen Schauspielern zu sehen. Der Kostas, der jüngere Bruder, ist von der Schauspielschule weg für diesen Film gewonnen worden und sagte, er hat auch nicht eine Sekunde überlegt, ob er diesen Film macht. Es ist in der Tat im Griechenland auch, obwohl, auch wenn Griechenland immer gerne als die Wiege der Homosexualität beschrieben worden ist, es ist auch dort nicht so ganz einfach, als junger Mensch offen schwul zu sein und gerade als Schauspieler, denn als erstes eine schwule Rolle zu spielen, legt einen sehr schnell auf ein Klischee fest, mit dem man dann vielleicht keine weiteren Rollenangebote bekommt. Er wollte diese Rolle spielen und er spielt sie großartig. Ich habe lange nicht mehr oder eigentlich noch nie einen jungen heterosexuellen Menschen gesehen, der so zauberhaft Tucki spielt und das ganz ohne in irgendein Klischee zu verfallen. Der Film Xenia bei Profan Media noch im Verleih und wir machen mal wieder einen DVD-Abend und gucken uns den mal wieder an, ich glaube. Und irgendwann führen wir auch diese Choreografie mal auf, wenn man auf der Bühne wieder irgendwie ordentlich machen kann. Ich habe gerade schon überlegt, vielleicht hätten wir die heute mal einüben sollen. Mir war auch gerade danach. Das Problem, machen wir es denn auch in Unterhosen?
Du vielleicht? Ich glaube, ich nicht. Das hätte ich vor 10 Jahren machen können. Aber du hättest jetzt einfach Ja sagen müssen, weil dann hätten wir endlich mal Publikum im Laden. Nee, aber nicht, wenn ich das mache. Dann bei dir möglicherweise. Aber mich will keiner sehen in Unterhosen. Die stapelt immer so. Es gab Momente, wo ich dachte, es reicht jetzt aber auch, dass du mir von deinen Frauengeschichten erzählst. Ich kriege schon irgendwie. Also, ich meine, ich habe schon viele Männergeschichten. Aber. Hallo? Von wegen dich will kein. Also, aber wir schweifen schon wieder ab. Auf jeden Fall, Xenia, ein toller Film und ich bin Christus sehr, sehr dankbar. Schaut im Klickkino in der Windscheidstraße vorbei. Schaut euch das Programm dort an. Sie haben tolle Filme. Auf jeden Fall ist ein sehr, sehr schönes Kino mit toller Atmosphäre und tollen, lieben Mitarbeitern. Ist echt empfehlenswert. Und Sie haben jetzt mit der Wiedereröffnung, du warst ja, glaube ich, noch nicht da, Sie haben das Café vorne jetzt. Sie haben es super schön, schlicht, elegant, modern eingerichtet. Ja, ich war länger nicht da, stimmt. Man kann vorne auch wunderbar Kaffee trinken, einfach tagsüber da sitzen und sich die Leute angucken und wenn man denn Lust hat, kauft man sich eine Kinokarte und geht hinten ins Kino, wo beim Eröffnungsabend, ich weiß nicht, ob sie später geändert haben, aber ich glaube, das ist jetzt immer noch so. Sie kennen eine Künstlerin, die ganz besondere, selbstgearbeitete Plüschtiere, Kuscheltiere macht. Und diese hat die Künstlerin dem Kino zur Verfügung gestellt, um die Sitze, die leer bleiben müssen zwischen den Personen zu besetzen. Dieser Kinosaal ist also nie leer, weil dort immer ganz, ganz großartige Kuscheltiere, handmade in Berlin, sitzen. Ja, geht hin, schaut euch das Kino an, schaut euch dort die Filme an und, oder wenn ihr Xenia sehen wollt, geht zum Beispiel zum Buchladen Eisenherz in der Motzstraße und kauft euch dort den Film, wenn er nicht vorhanden ist, bestellt ihn. Und nein, es wird nicht bei eBay bestellt. Nein, 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 es wird nicht bei eBay geguckt. Es wird nicht bei Amazon bestellt. Gehst du bei Amazon raus? So. Ja. Hat das Publikum davon, wenn sie irgendwie auf ihr Handy gucken, statt mir zu lauschen? Wir haben jetzt den Film, den wir zu unserem 5-jährigen Jubiläum gezeigt hatten. Wir hatten ihn vorher schon mal hier und da gelang es mir aber nicht, den Darsteller, den ich gar nicht hier auf der Bühne hätte haben wollen, als Talkgast zu bekommen. Das klappte dann später, als wir Geierwalli gezeigt haben, wo der Darsteller dann meinte, es war aber irgendwie, da hättet ihr doch mal bei Walter Bockmeyers Erben fragen können, dass ihr den in der besseren Qualität bekommt. Und ich sagte, das hätten wir gerne versucht, das war nicht möglich. Wir sind über den Filmverleih gegangen und dieser Filmverleih hat uns für einen ehrenamtlich arbeitenden Verein und für eine Veranstaltung, wo wir lediglich Spenden sammeln und keinen Gewinn draus ziehen, 200 Euro abgeknöpft und war noch nicht mal in der Lage, uns vernünftiges Pressematerial oder eine Vorführ-DVD zu schicken. Wir mussten bei Geierwalli uns mit der DVD begnügen, die es irgendwo zu erwerben gab. Das war eine DVD-Pressung der Fernsehbänder, digitalisiert, aber nicht digital nachbearbeitet. Wir waren unfassbar dankbar an diesem Abend, nämlich gar nicht. Umso schöner war es, dass der Gast, den ich immer schon hier haben wollte, der mich auch in Deutschland schon mit sehr viel Trash verbunden ist. Das stimmt. Denn sowohl Kaffeeklatsch als auch Blond am Freitag sind jetzt nicht unbedingt die Sendungen gewesen, die man mit intellektuellem Bildungsfernsehen gleichsetzen kann. Er hat diese Sendung wahnsinnig gerne gemacht, nicht auf der Bühne gesagt, wenn ihm so ein Angebot nicht wiederkommt, na dann setzt er sich doch lieber hier bei uns auf die Bühne, ohne Geld, bevor er sich zu Dieter Bohlen in die Jury von Deutschland sucht den Superstar setzt. Gott sei Dank. Yay. Ralf Morgenstern. Ralf,
wir lieben dich und ich weiß, du tust es auch. Und ich weiß, vor allen Dingen Sternchen hast du ins Herz geschlossen. Ja, ich ihn auch. Wir waren mal eine ganze Zeit lang fast Nachbarn. Also ja, irgendwie waren wir Nachbarn, weil es war nur ein Häuserblock weiter, in dem er wohnte. Du kannst die Adresse ausplaudern, weil du wohnst da nicht mehr und er wohnt in der Wohnung auch nicht mehr. Ja, trotzdem. Und wir trafen uns zu unmöglichsten Gelegenheiten. Ich kam irgendwie nachts von irgendwelchen Shows. Er ist noch mal eine Runde mit seinen Hündchen spazieren gegangen. Und dann quatschten wir nachts Ewigkeiten noch auf dem Bürgersteig. Oder so Momente wie, er läuft unten an meinem Balkon vorbei und sieht mich auf dem Balkon stehen und sagt, Sternchen! Und ich rufe runter, Morgensternchen! Und wir hatten jedes Mal einen Heidenspaß, ich glaube, all unsere Nachbarn gleich mit. Das Gelächter war bis nach Schöneberg an den Nollendorfplatz, wo ich wurde zu hören. Und das war auch häufig nachts so, weil manchmal sah er mich irgendwo auf der Straße rumlaufen, wenn ich gerade irgendwie von der Show nach Hause kam oder ich sah ihn irgendwie und sofort irgendwie das Sternchen und quatschen und drücken und sehen und wir sehen uns so selten, ab und zu schreiben wir mal kurz über WhatsApp, ob der andere noch lebt und ob es ihm gut geht, aber wir sehen uns einfach zu selten und Ralf, wenn du das jetzt hier gerade siehst und bis hoffentlich bald. Er wird garantiert darauf reagieren, denn ich habe gestern noch einen Facebook-Post gemacht, wo ich auch seinen Namen nochmal verlinkt habe, dass wir diese DVD heute vorstellen, denn natürlich war es nach diesem ersten Kennenlernen völlig selbstverständlich, als wir ihn für 5 Jahre TJF damals im Klick-Kino gefeiert, angefragt haben, ob er als Talkgast nochmal kommen möchte, wenn wir Im Himmel ist die Hölle los zeigen. Und natürlich hat er sofort zugesagt, vor allen Dingen, weil es ihm ein großes Anliegen war, auch nochmal über seinen damals schon verstorbenen guten Freund und großartigen Künstler, den Deutschland viel zu früh verloren hat, über Dirk Bach zu reden und so ganz nebenbei Geschichten zu den Dreharbeiten zu erzählen. Ein Träubchen. Wenn man den Film anguckt, meint man ja manchmal, das gesamte Team wäre die ganze Zeit nur druff gewesen. So ja, die waren druff. Und nach auch. Ende des Drehtages wurde mit Sekt weitergefeiert. ich weiß, das darf ich erzählen, weil Ralf diese Anekdote nicht nur bei uns erzählt hat, sondern auch woanders. Im Himmel ist die Hölle los. Ein Film, ein Freund hat mal gesagt, liebe Grüße an Johann Peter Wert von der Edition Salzgeber. Ich habe auch da bei Facebook gepostet, eventuell werde ich über Johann reden, deshalb muss ich den Namen jetzt fallen lassen. Johann hat mal gesagt, man weiß ja bei dem Film nie so genau, wusste der Regisseur eigentlich, was er da tat und kommt irgendwann zu dem Schluss, nein, er wusste nicht, was er da tat. Garantiert nicht. Wusste er auch in der Tat nicht, weil dieser Mensch hatte vorher lediglich ein paar Werbeclips gedreht und danach nie wieder was. Was eigentlich schade ist, weil dieser Film ist großartig, der ist auf alle so Fälle, durchgeknallt. Ja, genau. Er nimmt wahnsinnig viel vorweg, er nimmt die Macht des Fernsehens vorweg in einer fast schon erschreckend komischen Gestalt von Vanessa Video, die als Sensationsreporterin hinter den schrecklichen Geheimnissen des Moderators hier der große Anstaltung hier ist. Der Moderator ist die ganze Zeit am irgendein Pülverchen ziehen. In einer kleinen Szene kriegt man dann heraus, es ist Waschpulver, was er sich durch die Nase zieht. Der Manager, dargestellt von Ralf Morgenstern, hat auch irgendwie so das eine oder andere Problem, als die Assistentin Beate versucht, den Manager um mehr Geld zu erpressen, weil sie sonst mit dem Drogenkonsum an die Öffentlichkeit gehen würde und Vanessa Video würde ja nur darauf warten, stehen sie oben auf dem Hoteldach und Ralf darf den schönen Satz sagen, schauen Sie mal, Beate, die Wolke da oben, die Schäfchenwolke, Beate dreht den Kopf, während sie den Kopf dreht, macht der Manager 2 schnelle Schritte nach vorne. Und unten sitzt auf der Terrasse der Moderator Willi Wunder, wird interviewt von Marianne Segebrecht als Reporterin. Und
sagt den Satz, ja, meine Assistentin Beate hat ja jetzt auch den Absprung geschafft, während man Beate hinten vom Hoteldach segeln sieht. Plumps. Das ist nur eine, und es ist nicht, doch, also es ist eine der schönsten Szenen, ja, aber es ist nicht die schönste Szene. Ich kann mich da nie ganz entscheiden. Es ist ein Film, der mit einem kleinen Who is Who deutscher, ja, Underground-Comedians kann man gar nicht mal sagen, großartiger Schauspieler durchsetzt ist, und erschreckenderweise sind mittlerweile von dem gesamten Cast sehr viele Leute verstorben, und wir möchten an die nochmal erinnern. Der Film ist durchsetzt von Liedern, und ich habe jetzt ein Lied rausgesucht: Im Himmel ist ein Wölkchen frei. Im Himmel sind sicherlich noch sehr, sehr viele Wolken frei, aber einige werden besetzt von Clementine, Ariel Clementine, die in dem Film mitspielt, Walter Bockmeier, Chef der Filmdose, Schauspieler und Regisseur Dirk Bach, Barbara Valentin, Ortrud Beginnen, Beate Hasenau und letztes Jahr auch Billy Zöckler. Wir schauen aber mal, wie schön es im Himmel klingen kann. Bevor jetzt der Shitstorm losgeht. Nein, das ist keine Verherrlichung von Suizid. Dieser Film ist durchsetzt von politisch völlig unkorrektem Humor. Das muss man dazu sagen. Wer unter PC-ismus leidet, guckt euch das nicht an. Ihr seid bloß am Ausrasten. Alle anderen, guckt euch den Film an. Holt unbedingt ihn euch bei der Edition Salzgeber im Verleih mit Dirk Bach als Willy Wunder, Ralf Morgenstern als sein Manager, Billy Zöckler als kleines, dickes Mädchen mit dicken Zöpfen.
Und ja, ihr habt sie gerade eben gesehen. Viel mehr will ich zu dem Film auch nicht sagen, denn wir haben gleich noch einen zweiten kleinen Ausschnitt, ein zweites Lied. Erstmal machen wir noch eine kleine Pause, lüften noch einmal durch. Diesmal sind es wirklich nur 5 Minuten. Wenn ihr jetzt wegschaltet und zu spät von der Toilette wiederkommt, verpasst ihr es, dann müsst ihr bei YouTube irgendwie nochmal zurückgehen. Das kann man ja Gott sei Dank machen. Ich muss jetzt nämlich auch ganz dringend auf Toilette. Und während ich auf Toilette bin, könnt ihr euch erst nochmal das grande Finale des Films angucken. Im Himmel ist die Hölle los. Müssen, 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 müssen Tränen sein. Nein, nein, oh nein, nein. Und auch wenn wir um all die großen Schauspieler, Schauspielerinnen weinen, die von uns gegangen sind. Sie haben uns so zauberhaften Trash hinterlassen, durch den diese Veranstaltung 8 Jahre schon lebt. Müssen, müssen, müssen Tränen sein. Aus dem Film Im Himmel ist die Hölle los. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns dann danach nach einer ganz kurzen Pause wieder. Bis gleich.
frisch geschminkt für euch aus der Pause. Ja, und frisch geschminkt, wir bleiben jetzt einfach stehen, weil wir wissen ja, wie das bei uns ist. Setzen wir uns erstmal hin. Sitzen wir uns fest. Und reden. So, wir gucken, ne, um Menschen einfach mal zu zeigen, wie das geht. Das ist jetzt ein kleines, du kannst, glaube ich, ein minimales bisschen näher kommen. So, das sind ungefähr 1,50 Meter. Ne? Jetzt sollten wir mich also einfach mal so hinlegen, alle, dann passt das. Für alle, die hinter mir an der Kasse stehen, im Supermarkt. Es dauert nicht mehr lange, bis ich irgendwann reinschlage. Und zwar ohne Vorwarnung. Und dann fliegt ihr mehr als 1,50 Meter nach hinten. Das ist eine ernstzunehmende Situation, in der wir gerade leben. Musste ich einfach gerade mal sagen. Es war mal wieder ein Freund, der in Quarantäne gehen musste. Danke. Es war in einer kurzen Zeit ein Freund, der Gott sei Dank dann doch negativ getestet wurde, aber eine Unsicherheit, die dann da ist und ein ganz, ganz blödes Gefühl. Und stimmt. Wir können alle dazu beitragen, dass wir dieses Gefühl nicht zu oft haben müssen. Wir hatten ganz, ganz viel die letzten Jahre. Gott, das ist wieder so eine Überleitung. Echt. Auch das habe ich innerhalb von 8 Jahren nicht gelernt. Das ist gar keine Überleitung, aber du machst jetzt trotzdem weiter. Doch, wir hatten ganz, ganz viel in den letzten 8 Jahren und für dieses ganz, ganz viel möchten wir mal Danke sagen. Wir danken vor allen Dingen erstmal dem Publikum, was hier im Saal hätte sein sollen, wenn sie nicht erkrankt wären oder was auch immer. Wir danken allen Leuten, die hier zu Besuch waren innerhalb der letzten 8 Jahre und Spenden in unserem Moneycam gesteckt haben. Und wir bedanken uns bei euch an den internetfähigen Empfangsgeräten. Und auch wenn ihr diese Sendung jetzt noch Mitte, Ende Oktober oder irgendwann im Jahre 2020 seht, der Spendenlink unten in der Veranstaltungsbeschreibung ist immer noch aktuell. Und wenn ihr die AHA, Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft Berlin, unterstützen möchtet, dann dürft ihr dort den PayPal-Spendenlink benutzen. So, und damit sind wir jetzt beim Dankeschön. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei YouTube, Wikipedia, der IMDb, International Movie Database und allen möglichen anderen Internetseiten, die uns regelmäßig dabei unterstützen, viel zu viele Informationen zu haben und viel zu lange zu quatschen auf dieser Bühne. Genau. Ich bedanke mich auch nochmal bei dem Publikum, das hier eigentlich heute hätte im Saal sein sollen. Wir vermissen euch hier im Saal. Ja. Es ist echt schrecklich, auf der Bühne zu sein mit so wenig Leuten im Publikum. Aber danke für die, die hier sind und danke für die, die an den Bildschirmen zu Hause sitzen. Außerdem bedanken wir uns bei allen Filmverleihern, die die Filme auf DVD herausbringen. Wenn ein Filmverleiher die Filme nur ins Kino bringt, dann ist das gut und richtig und schön. Gute, richtig tolle Filme möchte man vielleicht auch zu Hause haben. Auch wenn Pierre Sanussi Bliss mal gesagt hat, DVD, das ist so 2010er. Ich habe gerne DVDs zu Hause und ich freue mich, dass die Filmverleiher die auf DVD auch rausbringen. Ich persönlich bedanke mich bei Michael Bittner, der die Fotos gemacht hat von mir, die unser Grafiker Mike dann in die großen Hollywood-Filme verwandelt hat. Wir bedanken uns bei dem großartigsten Grafiker und Showtechniker, der sich eine Filmreihe nur wünschen kann. Mike, heute an der Technik! Ja, und wir bedanken uns bei allen Tresen, Einlass- und Servicekräften, die hier in der AHA ehrenamtlich arbeiten und die TJF jedes Mal mit unterstützt haben, Getränke serviert haben, 8 Jahre lang in der AHA schon viel, viel länger. Heute waren am Tresen André und im Service Falk. Dankeschön. Wir bedanken uns. Ich sorge dafür, dass ihr nächstes Mal wieder richtig was zu tun habt. Wir bedanken uns bei allen Popcorn und Showgirls, die uns und das Publikum jedes Mal begeistert haben. Und auch die wird es wieder geben. Ich bedanke mich bei Sandra Polipolcho für den lesbischen Blick, den wir auch weiterhin haben werden. Und wir bedanken uns bei allen Talkgästen, die mit uns schon 8 Jahre lang für das cineastische Entertainment sorgen. Ihr seid so geil, es macht immer wieder Spaß mit euch. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und damit bedanke ich mich bei meinem heutigen Talkgast
Und du wirst immer ein Teil des TJF-Teams sein. Du kannst noch so oft sagen, aber ich bin doch schon so lange raus. Eine wunderbare Kollegin und beste Freundin, Maria Sternchen. Wie würde eine meiner Lieblingshexen jetzt sagen? Thank you for that marvelous introduction. I got a spell on you. Dankeschön. Hokus pokus, Winifred. Ja, genau. Und ich bedanke mich bei dem Menschen, mit dem ich 3 Monate Gabis Arbeit gemacht habe und dabei unglaublich viel Spaß hatte. Einer meiner Herzmenschen. Katharin, dankeschön. Und ihr seht Katharine jetzt endlich mal. Das ist super lieb, vielen Dank. Nein, die Leute sehen mich tatsächlich auch. Wir haben das gerade noch möglich gemacht. Ja, vielen lieben Dank, Maria. Und diese Veranstaltung wäre natürlich nicht möglich ohne die großartige Blondine mit dem cineastischen Etwas. Einen großen Dank und einen riesigen Applaus für Gabi Tupper. Vielen Dank. Es ist mir eine Freude. Und ja, wir werden weitermachen. Wir werden die nächsten Monate auf jeden Fall noch DVDs vorstellen. Immer zusammengestellt zu einem besonderen Thema. Nächsten Monat sind es dann My Trash Goddesses. Eine Zusammenstellung großer Filme über trashige Diven oder von trashigen Diven, die Zusammenstellung, lasst euch überraschen, wen ich da alles so drin habe. Und ja, trashig meine ich positiv. Das ist schon mal sehr negativ ausgelegt worden, dazu kommen wir gleich noch. Du hättest mich, da merkt man jetzt doch, dass du etwas länger in der Pause warst, weil du hast mich weder vorher noch jetzt darauf hingewiesen, dass wir jemanden vergessen haben. Der regelmäßig auch mal bei unseren Veranstaltungen die gesamte Veranstaltung mit bis zu 5 Kameras mit seinem Kollegen mitgeschnitten hat, der ich seit Jahren die Viere-Szene Berlins auf Videoband bei YouTube online stellt und somit Sachen für die Nachwelt auch erhält, der seine Freizeit und sein Geld opfert. Gabi, du hast doch unsere Weddinger-Filmer vergessen. Genau. Heute ist Josef an der Kamera. Dankeschön. Von den Weddinger-Filmern, Josef, vielen, vielen Dank. Und auch er ist ein bisschen kamerascheu, aber auch das kriegen wir noch hin, dass der irgendwann mal direkt vor der Kamera steht. Genau. Wenn er mal nicht dahinter stehen muss. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr zugeschaut habt oder jetzt gerade noch zuschaut und verabschieden uns. Es war ein ganz, ganz großartiger Abend. Es hat viel Spaß gemacht. Wir werden jetzt noch mit dem einen oder anderen Glas desinfiziertem Wasser auf das Jubiläum anstoßen und sehen uns im November wieder bei der TJF Shorts, Trash Goddess und Film Shorts, hier aus der AHA Berlin bei euch zu Hause oder wenn ihr vorbeikommen mögt, auch hier. Tickets könnt ihr über die Seite der AHA oder über unsere Facebook-Seite TJF in Berlin bestellen. Es war schön, mal wieder dabei zu sein. Tschüss.